In meinem nächsten Vidcast zeige ich Ihnen, wie ich lernte, schwierige Sprachbarrieren zu überwinden. Ich bin Carsten Rath. Natürlich ist Freiheit in der Führung entscheidend. Aber diese Geschichte geht auch über den Wert des Rückgrates in der Führung. Und Rückgrat meine ich hier im doppelten Sinne. Vor einigen Jahren habe ich das Kempinski Hotel in Peking eröffnet. Lange bevor China kapitalistischer war als der Westen. Ich war dort Gastronomiedirektor und hatte dort einige deutsche Kollegen. Aber die Mehrheit der Mitarbeiter waren Chinesen. 850, um genau zu sein. China war damals nicht so offen wie heute. Das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Dort gab es eine Kommunikationsbarriere nach der nächsten. Und bei einer habe ich mir fast den Hals gebrochen. Buchstäblich. Das war so. In der Lobby gab es riesige Glaskästen und in diesen habe ich dann unsere Angebote für Veranstaltungen und die Gastronomie beworben. Quasi A0-Poster. Ich bin gerade damit beschäftigt, eines dieser Poster auszutauschen, merke aber schnell, dass ich dazu eigentlich die Hilfe meiner Mitarbeiter benötige. Klarer Fall von Selbstüberschätzung. Dieses Ding ist 2x3 Meter groß und liegt hinter einer schweren Glasscheibe. Das fällt mir aber erst auf, als ich die Glasscheibe schon aus der Halterung gelöst habe und jetzt blöderweise keine Hand mehr frei habe, um das Poster aufzuhängen. Nun stehe ich also dort mit der Scheibe in der einen Hand und ächze. Und wenn nicht irgendjemand kommt und mir die Scheibe abnimmt, dann mache ich die Grätsche. Verzweifelt schaue ich mich um und entdecke am Ende der Lobby zwei deutsche Mitarbeiterinnen. Beide sind erst kürzlich nach Peking gekommen, Frischlinge quasi. Ich denke mir, Gott sei Dank, Rettung in der Not. Also hampel ich irgendwie so auffällig wie möglich unter dieser Scheibe herum und brülle den beiden wie ein balzender Pavian zu. Übrigens auch eine verbreitete Sorte der Corporate Monkeys. Und aus Gewohnheit brülle ich natürlich nicht auf Deutsch, sondern auf dem bisschen Chinesisch, dem Mandarin, was ich damals gelernt habe. Schaut's hier, rufe ich. In China ist das die höfliche Anrede für eine junge Dame. Grob übersetzt heißt das etwa Fräulein. Blöd nur, dass die beiden noch kein Mandarin verstehen. Und was die hören ist, Schatzi, Schatzi. Die Damen bewegt das natürlich nicht, also nicht mal einen Meter. Die gucken mich nur an wie ein Affen im Zoo hinter der Glasscheibe und denken sich ihren Teil. Aha, ein Corporate Monkey. Also stütze ich die Scheibe ab, um eine weitere Hand frei zu haben und rufe wieder, schaut's hier und winke so mit dem Wedeln der Hand die Mitarbeiter herbei. Denn auch das müssen Sie wissen, ist in China eine sehr höfliche Art und Weise, Mitarbeiter herbeizurufen. Was die hören und was die sehen, ist was anderes. Die sehen nur den Affen, der Schatzi brüllt und mit einer komischen Handbewegung sie herbeiruft. Nun, die beiden machen sich aus dem Staub und Gott sei Dank werde ich dann von chinesischen Mitarbeitern gehört und gerettet. Das hätte fast schief gehen können. Übrigens, eine der beiden Damen habe ich damals geheiratet. Susanne heißt sie. Und sie hat ihrem Vorgesetzten dann ihrerseits den Finger gezeigt, aber den anderen, als ich unter der Glasplatte lag. Sprachbarrieren gibt es in jedem Unternehmen, weil wir die Barrieren schon im Kopf haben. Haben Sie in Ihrem Unternehmen auch diese Sprachbarrieren? Der eine sagt A, der zweite versteht B und gemacht wird am Ende C.